Gut, komm oder läuft. Der kommt doch erst um 7:45. Wir fahren jetzt von Grimmitschau nach Auerbach. Nein! Außentemperatur immer noch 16 Grad. Hallo! Leichter Sonnenschein noch im Abendhimmel. Und der Ruhe ist jetzt im Kurstall, weil sonst spielt gleich der Ochs hier drin Fußball. Wie kommt denn auf Paris? Na, ja, wer kommt denn da schon drauf? In Paris. In Paris ist es so schön, da war ich mal von 3. Ja. Ich hab nicht du warst gesehen. Noch nie in Paris, du wirst da nie ich nach Paris war kommen. Von 3000 Jahren in Paris. Vor 3000 Jahren gab es Paris noch gar nicht. Doch, da gab es Paris. Da war der noch nicht da. Da war ich in Paris. Fräulein. Und da war es so schön. Der Einzige, der vor 3000 Jahren schon gelebt hat, das war ich. Weil so alt wie ich bin, wirst du niemals werden. Nö, denn ich bin Urgestein der Schöpfung. Seit 3000 Jahren war ich schon mal da. Und da war ich in einem anderen Land. Da wohnte ich. Von 3000 Jahren, da wohnte ich. Vor 3000 Jahren warst du noch in Abrams Wurstkessel. Nein. Du warst noch nicht einmal geplant. Hallo. Da war noch nicht einmal der Balkensepp geboren. Hallo, von 3000 Jahren wohnte ich da drin. Und dann bin ich mit meinen Augen... Vor 3000 Jahren habe ich gerade mal drüber nachgedacht, ob ich einen Balkensepp in die Welt setze. Von 3000 Jahren. Ist jetzt in Ruhe. Fahren Sie 350 Meter, dann rechts abbiegen. Dann bin ich überall. Ja, ist gut jetzt. Und dann ist jetzt gut, Sophie. Oder muss ich das Maul mit einer alten Socke stopfen, dass du mal den Mund hältst? Ich krieg echt einen Anfall. Dass du dein Blödsmaul nicht so kriegst. Ja. Fahren Sie 9,5 Kilometer. Was will der da hinten schon wieder an meine Titten? Ja, ich glaube, dem geht's gut. Der besucht die nur. Du kriegst die bald wieder zurück. Ja, saure Milch dann. Nein, Zuckermilch. Saure Sahne. Ich schüttel die und tu. Ja, ist gut jetzt. Wie viele noch Hirn gibt es in den blöden Sachsen noch? Ja, du bist da so voll dead mit deinem Kinderwagen. Mit dem Babywagen. Ja, das ist immer. Guck mal, die haben viele Satelliten auf den Kopf. Sophie. Die kann ihr Maul nicht halten. Ich krieg einen Anfall. Sieh, jetzt weißt du, bis wir dahin sind. Da kommt sie wieder runter. Was kommt sie? Winter. Das hilft dir ja auch nichts. Du hast ein Problem mit einem anderen Kind. Ja, meine Herren, vor zur.
Also die Sachsen musst du auch noch das Auto fahren lernen. Baustelle. Siehst du, dass die Männer nicht gelernt, wenn ich komme, dass sie auf grün umschalten müssen. Hm. Das solche Volldeppen. Schau, da oben ist ein Paraglider da drüben. Mhm. Haben wir vorhin schon mal einen über Grimmitschau gesehen. Ja. Wo ist einer? Da drüben ist ein Paraglider. Da an der Tanne vorbei, ganz knapp. Siehst wahrscheinlich von dir aus nicht, oder? Wenn wir jetzt da vorbei sind, kannst du ihn vielleicht da drüben sehen. Sie ist ja hinten am Damm verschwunden. Was? Siehst du? Nö. Nö, ne? Ja, habt das jetzt bald mit eurer Trutschelei. Was los? Das liegt an der Ampel. Die haben doch nicht gelernt, dass ich, wenn ich komme, dass sie umschalten müssen. Ja? Das wird ein richtiger Stau. Die Sachsen muss auch erst die Erleuchtung kommen, wenn ich komme, dann haben sie zu funktionieren. Ja, wo ist denn der Grippe jetzt hier? Jetzt siehst du ihn gleich gar nicht mehr. Wo ist denn der? Da vorne ist er, da drüben, da vorne ist er jetzt. Da wo der Schornstein ist, der hohe. Da siehst du ihn jetzt geradeaus. Da drüben. Das ist ja hinter die Dächer, jetzt siehst du nicht mehr. Das sind auch so rau, hier, diese Paraglider in Sachsen. Gleiten überall rum, wo es nicht sollen. Ich habe den Fallschirmspringer schon gesehen. Das war kein Fallschirmspringer, das war ein Paraglider. Was ist denn das? So ein Unterschied zum Fallschirmspringen. Naja, Fallschirmspringer geht nach unten, ein Paraglider versucht in der Luft zu bleiben und zu segeln, mehr oder weniger. Ich hab den gesehen. Ja. Der hofft, dass er ein bisschen einen Aufwind kriegt, wenn er sonst schon keinen im Leben hat. Wie viele Tage bleibt man denn da oben? Der bleibt nicht Tage oben, der bleibt ein paar Stunden oben. Weil wenn er da ein paar Tage oben bleibt, dann verreckt er, weil er dann einschlaft und runterfällt wie ein Star. Und wenn er nicht von der Lohr runterfällt, dann geh ich hinauf und schneide ihm die Leinen durch, dass er runterfällt. Damit er auch was da war, der Saugrippe. Ja. Das sei doch ja, wir sind auch. Ich bin bekannt dafür, dass ich böse bin. Und jetzt auch. Ja, nur noch Paraglider am Himmel rumhängen. Was? Damit die nicht runterkämen. Ja, deswegen sage ich, da geh ihn auf und schneide einen kleinen durch. Dann hängt keiner mehr da oben rum. Ich möchte mit kein Paradingsbums fliegen. Wieso nicht? Mr. Anzieher. Das ist schön hoch. Ich hab Angst, bitte. Hast du, doch du hast auch vor allem und jedem Angst, ne? Bist halt ein Schisser. Oh, die ist ein Schisser. Ich bin kein Schisser. Natürlich bist du ein Schisser. Guck mal, da ist das Auto, was man. Das ist aber nicht das von uns, das war ein anderer Trabi. Weil Trabi hat Einheitsfarben gehabt, wahrscheinlich. Ich glaube, Farbe und Ursache. Was? Papa, was sind denn Trappis? Wie viele Farben gab es denn bei Trappis? 3, 4? 5, 600. Ja. Ich weiß es, 690. Ja, du, halt die Klappe, wenn du nicht weißt, von was du redest, Kind. Das bist du noch nie mit einem gefahren. Da ist ein Baby. Mit welchen? Der hat einen hellblauen gehabt, gell? Hm. Oder so einen blaugrauen. Ja. Hab ich einen gehabt? Nein, du nicht. Mia. Ist ja wurscht, den kennst du eh nicht. Da warst du viel zu klar. Wie heißt
Wie heißt denn der? Voll Depp. Wie? Aber wie hieß der, ne? Weiß ich nicht. Ich merke mir doch nicht alle Vollpfosten. Können wir da mal hin? Nein, können wir nicht. Ich habe viel Geld gespart. Und viel Geld gespart, ja. Da müssen wir dann wieder hin und sein Geld klauen. Sophie, weißt du was, wenn du solche Bemerkungen loslässt, halt einfach nur deinen Mund jetzt, ja? Mhm. Da kann man nichts erzählen. Ja. Ich möchte mal wissen, woher die das mit dem Geld klauen hat. Ich habe noch nie was in die Richtung gesagt. Ja? Dass ich irgendjemandem was schälen würde. Nimm deine Hände runter. Hey, und das ist auch schön gemacht. Das haben sie neu gemacht mit dem Holz da oben. Das ist relativ neu. Siehst du, ich kaufe mir jetzt so einen Schornstein und den baue ich mir dann um zum Wohnen. Bisschen fensterlos, ein bisschen dunkel, aber das macht nichts. Ein bisschen eng wird es vielleicht auch noch. Aber da kann ich wenigstens einmal im Stehen schlafen. Oben in der Spitze. In der Windrad einziehen. In der Windrad kann doch jeder dabei ziehen. Dann hast du Tränenangst. Außerdem, durch den Generator da oben drin wird es vielleicht warm. Das wollen wir ja nicht. Ja. Na gut, beim Kamin, wenn unten nur eine Einheit ist, könnte es auch warm werden. Ist auch schlecht. In den Zeiten, wo man sich verheizen lassen kann, so ohne weiteres, ist ja. Sind ja auch vorbei. Darfst du nur noch, wenn du abknippelt bist. Ach ja, das waren noch Zeiten. Schönes Haus. Jetzt ist es nur noch Bruchbude. Luxuschalet. Tja. Mandy, das Problem wird wahrscheinlich sein, dass der Denkmalschutz auch drauf ist, dass du das originalgetreu wieder herrichten musst. Und das bezahlen. Ja, weil lieber lassen sie es ja vergammeln. Ja. Weil bezahlen wirst du es nicht so ohne weiteres können. Ja. Also wenn der Euro mal richtig pleite ist. Der Euro ist pleite. Aber naja. Die Scheine, sind die pleite? Ich weiß, mit was ich mich demnächst einmal beschäftigen muss. Mhm. Einmal mit dem Amtseid unserer Politiker. Das ist ja auch so ein Ding mit diesem Amtseid. Naja, was mir schon die ganze Zeit durch den Kopf geht, weil ein Amtseid ist ein Versprechen, dass man für etwas gerade steht oder einsteht. Ja? Das ist auch nur noch so eine Sache. Nee, bei dem der Gauck hat ja den Amtseid nach dem Artikel, weiß Gott was, 53 oder 56 von dem Urgrundgesetz geleistet. Ja. Ja. Und da ist ja nicht die Rede, oder da ist mehr oder weniger die Formel, Gerechtigkeit üben. Ja. Und das Üben, das hört sich ja schon, entweder ich setze mich für was ein oder ich übe etwas. Also, ja, das beschäftigt mich, seit ich das dabei
von dem Amtszeit da mitgekriegt habe, von dem Gauker, beschäftigt mich das schon mit dem Üben. Ja. Hey, das Wort üben ist ja auch noch in anderen Worten drin. Hat eine Straftat da üben. Hat er die auch geübt oder war das richtig? Nach 250 Metern. Das ist ja auch so eine Frage. Ja. Aber üben heißt für mich etwas proben, ausprobieren, versuchen. Ja. Bis man es gut kann. Wenn ich es kann, dann muss ich es nicht mehr üben. Nö, brauchen wir auch nicht. Wenn ich es gut kann, dann brauche ich es erst recht nicht mehr üben. Sondern dann kann ich dafür einstehen oder kann es. Kann handeln. Die deutsche Sprache ist ja auch so ein Ding. Nee, die deutsche Sprache ist an sich sehr genau. Ja. Also, das ist ja der Witz. Man kann in der deutschen Sprache sehr, sehr deutlich sagen, was Sache ist. Ja, da übt er ja noch. Nur rechts abbiegen. Ich meine, gerade bei solchen Aussagen, ja, man steht für Gerechtigkeit ein, dann muss ich sie nicht üben. Ja? Wenn ich, fahren Sie 300. Wenn ich für Freiheit einstehe, brauche ich sie dann nicht üben. Rechts abbiegen. Ja, weil dann stehe ich dafür gerade. Ich denke mal, da haben sich viele gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, mit dem Personalausweis. Ja, ähnlich. Ich wollte dich das fahren Sie 800 Meter, dann links abbiegen. Da haben wir doch gar kein Personal. Naja, das ist schon richtig. Aber da bist du ja selber Was? Da bist du ja selbst drauf gekommen dann. Nee, mich hat auch jemand darauf aufmerksam gemacht, weil ich eigentlich nie einen Gedanken dran groß verschwendet habe bei der. Ja. Ich habe mich nicht getraut, dich das zu fragen, weil ich gedacht habe, na, sag doch wieder, was stellt denn die wieder von der Frage? Ja. Nur, Mandy, ich wusste ja auch lang nicht, ja, dass im BGB definiert ist, wenn du dein Name komplett in Großbuchstaben geschrieben wird, dass du zur Sache degradiert wirst. Ja? Ja, das sind ja auch Sachen, die kriegst du gar nicht mit. Und ich meine, bei der Gesetzesflut, was wir haben und Vorschriften und Schmarren und ja, gerade in Deutschland, weil ja beim deutschen Deppen alles geregelt sein muss, ja, bis ins Detail, gerade da kannst du gar nicht alles wissen, ja. Und ich meine, das wäre ja auch ein bisschen arg viel verlangt. Nach ja. 250 Metern links abbiegen. Der Witz ist doch der, wenn die Politiker keine andere Rechtfertigung haben mehr für ihre Existenz, dann haben sie zumindest die Rechtfertigung, dass sie Gesetze erlassen haben. Sinnlose, ja. Und das in einem Umfang, dass dann nur noch fahren Sie 1,7 Kilometer, dann rechts abbiegen. Aber die Mehrheit der Deutschen will ja Personal sein. Ne? Ja, die sind gern Personal. Die sind gern Personal der BRD GmbH. Also lass es. Als Personal ist man ja nicht so wert, oder? Was? Als Personal ist man ja nicht so viel wert, oder? Wie ein richtiger Mensch. Naja, das ist eine gute Frage. Bist du noch Personal? Nein, ich bin kein Personal der BRD GmbH mehr. Deswegen hat mich ja die BRD GmbH obdachlos gemacht. Wieso haben die das zu verkaufen? Aber das wieso haben die beim Einwohnermelde haben obdachlos gemacht. Naja, weil sie leugnen, dass es eine BRD GmbH gibt, weil sie nicht offen dazu stehen können. Weil sie einfach Trotteln sind. Mhm. Ja? Jetzt muss ich aber erst wieder dazu sagen, das ist meine persönliche Meinung. Ja? Weil sonst kommt wieder irgend so ein Vollgummi auf die Idee, ich hätte ihn beleidigt. Ja? Weil sonst ist es ja vielleicht nicht mehr von der Meinungsfreiheit und von der eigenen Meinung gedeckt. Mhm. Ja? Deswegen muss man immer sagen, nach
250. Meine persönliche Meter Meinung ist, abbiegen. Dass alle Staatsdiener Vollgummi sind. Ein Volldrottel. Nein, das ist wohl keine Beleidigung mehr, wenn man das sagt. Wenn es meine persönliche Meinung ist, nicht. Aha. Meine persönliche Meinung rechts abbiegen. Kann sein, wie sie will. Ja. Was wollen wir hier? Gibt es eine Meinungsfreiheit? Oder? Ja, auf dem Papier gibt es eine Meinungsfreiheit. Also, ja, Meinungsfreiheit. Fahren Sie 4,3 Kilometer, dann rechts abbiegen. Die Meinungsfreiheit soll eigentlich dir die Möglichkeit geben, zu sagen, was du willst. Mhm. Allerdings hört die Meinungsfreiheit da auf, wo sie jemand anderen beleidigt. Mhm. Wenn ich sage, ja, die Bundeskanzlerin sieht hässlich aus. Da musst du vorher sagen, meine Meinung ist, die Angelika Merkel oder Angela Merkel, was weiß ich, wie sie genau heißt. Angela. Ja? Angela Merkel. Schaut aus wie eine bissige Bulldogge. Ja, die muss mal irgendwas anderes spritzen. Normalerweise, ne, mich beschäftigt auch die Aussage von ihr. Ja, ja, das ist mir kein Recht auf. Das mit der Demokratie, das mir und der sozialen Marktwirtschaft. Weil ich habe mir das einmal durchgelesen jetzt im Internet, ja. Aber das wollte ich eigentlich einmal so richtig zum Thema machen. Vor allem war die Aufregung ja bloß ganz kurz. Nur die Folgen mit der sehen wir ja jetzt. Ja. Sie hat es ja laut und deutlich gesagt, dass sie die Demokratie, den Sozialstaat demontieren will. Und das macht sie sukzessive, ja, mit ihrem scheiß Europa, indem sie uns alle verbrät. Was ich nicht verstehe, ich meine, wie gesagt, die kommt ja aus einem totalitären System der ehemaligen DDR. Ne? Und eigentlich sollte man ja denken, dass die gute Frau kapiert hat, was da abgegangen ist. Weil lang genug hat sie ja dort gelebt, auch als Erwachsene. Aber scheinbar hat ihr das ja gefallen. Ja, wer weiß, vielleicht war sie mal still und heimlich auch in der Stasi drin oder ihrer Verwandtschaft. Und sie war in der Partei irgend so ein Heldenweib, keine Ahnung, jedenfalls. Ich weiß es nicht. Die war bestimmt bei den Pionieren. Ja. Angeblich war ja, glaube ich, ihr Vater war ja angeblich Pope. Ja. Aber wie gesagt, wo Kirche und Politik zusammentrifft, brauchen wir ja nicht weiter drüber reden. Ne? Da kann nichts Gescheites rauskommen. Ja? Da kann nur Schrott rauskommen. Ja? Ich wollte nicht bei den Scheiß-Pionieren gewesen. In den letzten Jahren hat es wahrscheinlich schon immer die große Rolle gespielt. Ich war doch nie für so Massenorganisation gewesen. Das weiß ich nicht, Mandy, ob das da noch eine Rolle gespielt hat, weil ich weiß von anderen, dass die also bis zum Schluss diesen Drecksvereinen waren, wobei, ich meine, ob jetzt du über solche Dinge deine Ideologien eingebläut kriegst oder auf anderem Weg, ja, ist wurscht, weil ich mein, unsere Schulsysteme sind ja nur auf Systemkonformität ausgelegt. Ja. Und von dem her spielt es eigentlich wahrscheinlich keine allzu große Rolle, der ganze Mist. Nur, man sollte eigentlich meinen, dass jemand, der in so einem System aufgewachsen und gelebt hat, dass der eigentlich die Schnauze davon voll hat. Ja. Ja, und nicht wieder so ein System mitträgt. Ja, es macht vielleicht einen Unterschied, ob sie ein einfacher Mensch war oder ob sie jetzt dann selber gemacht hat. Das glaube ich nicht. Weil, na ja gut, ich weiß nicht, wie sie in der DDR unterwegs war, ob sie da so machtgeil war. Ja? Vielleicht auf eine höhere Parteiposition oder so hingeackert hat. Keine Ahnung. Das wäre ja noch was, wenn sie so eine dann noch als Bundeskanzlerin wäre. Mandy. Ja, die
Viel wird um den Teppich gekehrt bei so Leuten. Nach ja. 750 und wenn du mal Metern in die Geschichte zurückschaust, ja, das sind viele dieser Leute auch dann immer wieder an die Macht gekommen oder an der Macht geblieben, mehr oder weniger. Nur unter dem neuen Deckmäntelchen. Mhm. Also das ist auch nicht so ja, fern. Auf ihrer Internetseite gesehen hat, dass sie nicht mal eine Frage beantwortet hat. Nee, das war nicht ihre Frage, Internetseite, sondern das war die Seite abgeordnet.de. Und na, inwieweit da die Abgeordneten mit involviert sind in diese Seite, das weiß ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall schwach, wenn die Möglichkeiten dort da sind und die davon wissen und auch irgendwo ein Stück weit involviert sind, die Seite, das, ja, dass die dann keine Frage bis jetzt beantwortet hat. Ja? Weil das ist dann mehr als ignorant. Fahren Sie 300 Meter, dann links abbiegen. Weil da zeigt sie genau, was sie vom Volk hält oder von den Leuten. Ja? Nämlich nichts, absolut nichts, ja, weil sonst könnte sie ja wenigstens die eine oder andere Link Frage mal beantwortet haben. Ja, aber die ist so abgehoben, die Alte, Link mit ihrem Bulldoggen-Gesicht. Da fällt mir immer Romika-Werbung ein. Reintreten und fahren hochgehen. Sie 450 Meter, dann links abbiegen. Naja, gut, bei der Fresse wirst du dich nicht wohlfühlen, wenn du da reintrittst. Weil die passt nicht so richtig auf den Fuß. Nee, ja. Ich habe mir auch mal so eine Da musst mehrmals nachtreten dann. Ja, weil da muss man. Dass es passend wird. Da haben sie doch mal so eine schöne Werbung mit einer Autovermietung mit ihr gemacht. Und dann ihre Haare so schön frisiert waren. Ja. Ich würde mal sagen, bei der Telefonbuch aufschlagen, nachschlagen, zuschlagen. Ja. Da können Sie Ihre Daniela Katzenberger vergessen, da können Sie die Frau Merkel nehmen. Links abbiegen. Für mich heißt es sowieso nicht Merkel, sondern Ferkel. Oh, Frau Ferkel. Und seit sie an der Macht ist, hat sie sich zur meines Erachtens oder meiner Meinung nach zur vollen Wildsau in die Fahren Sie 4,9 Kilometer, dann rechts abbiegen. Nee, tut mir leid, vor solchen Menschen kann ich keinen Respekt haben. Weil jemand, der keinen Respekt vor anderen hat, wie Sie, der kriegt meinen Respekt auch nicht. Die hat vielleicht noch Respekt, wenn überhaupt, vor ihresgleichen, ja. Was ich teilweise auch bezweifle, weil so abgehoben wie die Alte ist. Aber von mir kriegt die keinen Funken Respekt, weil sie es nicht verdient hat. Ja. Und solange die Deutschen aber so blöd sind und sie immer wieder wählen, gehört sie einem anders. Beziehungsweise solange die den Parteienzinnober da mitmachen und diese Heuchelei und den ganzen Scheiß auch. Vor allem, was ich ja so faszinierend finde, sie hat ja irgendwann einmal gesagt, was vor der Wahl versprochen wird, heißt keineswegs, dass das nach der Wahl gehalten wird. Ja? Das hat es aber nie vor der Wahl gesagt, das hat es erst hinter der Wahl gesagt. Ja, ja. Nachhinein, ja. Weil wenn sie es vorher gesagt hätte. Da könnte man ja sagen, die ist ja noch ehrlich. Na ja, gut, hätte ja vielleicht sogar ein paar Punkte gebraucht, ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hätte es aber wahrscheinlich die Stimme gekostet. Weil dann jeder gesagt hätte, Moment einmal, gibt ja offen zu, dass es uns zwar viel verspricht, aber nichts halten will. Ja? Also. Sie wär, in dem Punkt wäre sie dann sicher ehrlich gewesen, ja. Aber nee, sind auch viel zu viele Sachen, die viel zu schnell verhallen. Ja. Weil, wie gesagt, diese Aussage damals in puncto Demokratie und soziale Marktwirtschaft, ja, wie gesagt, ich will das einmal richtig
ansprechen noch irgendwann in dem Video. Sind ganz klare Ansagen, wo keiner so richtig ernst genommen hat, vielleicht auch schon mittlerweile wieder vergessen hat, aber wo sie ganz klar angesagt hat, ich demontiere eure Demokratie, eure soziale Marktwirtschaft und damit verstößt sie eigentlich auch gegen das Grundgesetz. Nach 800 Metern rechts abbiegen. Ihrer eigenen BAD GmbH. Und eigentlich, gerade deswegen, wäre eigentlich jeder aufgerufen, nach Artikel 20 Absatz 4 gegen diese BAD GmbH, gegen diese Politik, rechts abbiegen, sich zu stellen und Gehorsamverweigerung zu machen, weil hier ganz klar die Demokratie demontiert wird. Ja. Sag mal, warum schreiben die denn dann den Namen groß im Ausweis, dass man eine Sache war? Naja, du bist eine juristische Person sozusagen. Ne? Und ich dachte mal, ist eine natürliche Person. Fahren Sie 8,8 Kilometer. Juristische Person haben wir eine natürliche Person. Natürliche Person bist du erst, wenn dein Anfangsbuchstabe nur groß geschrieben ist, vom Namen der Rest klein. Dann sprechen sie die natürliche Person an. Ja? Sonst bist du eine juristische Sache und nichts anderes. Was ist denn da der Unterschied zu einer juristischen Sache? Naja, eine juristische Person ist nichts Greifbares. Hm. Ja? Das heißt, was du bist mit deinem Namen zwar verbunden, ja, also mit der juristischen Person. Du steuerst auch die juristische Person, aber die juristische Person an sich ist nicht greifbar. Es ist nur die natürliche Person greifbar. Da würde das ja bedeuten, dass man auch nicht verhaftbar wäre oder irgendwas. Ja, das ist. Das Ganze ist sowieso ein bisschen tiefer gelagertes Problem, weil im Prinzip, soweit ich weiß oder so wie ich das verstanden habe mittlerweile, ist sowieso alles so ziemlich aufs Handelsrecht reduziert. Ja? Also sprich, ist eigentlich das Strafrecht, was zwar angewendet wird, aber rein aus juristischer Sicht eigentlich gar nicht mehr anwendbar, weil es ja alles aufs Handelsrecht reduziert ist. Ja? Also es ist eine ganz komplizierte Geschichte und das wissen die aber auch. Ja? Und sie klären die Leute nicht auf, sie machen mit ihrem Drecksmist weiter, ja? Und treten die Leute weiter in den Arsch und in die Fresse. Ja? Die verarschen die Masse dermaßen, dass es nicht mehr feierlich ist. Das würde ich mir mal im Internet angucken, mit der juristischen Person in den Alten. Und das im Ausweis groß geschrieben ist. Ich würde gerne mal einen Ausweis von jemandem aus einem anderen Land sehen. Da ist es anders. Da ist der Anfangsbuchstabe groß geschrieben, der Rest klein. Wenn man das weiß, kann man doch da auch was ausnutzen. Da. Nee, kannst du eben nicht. Weil die nämlich zwischen deiner juristischen, deiner natürlichen Person so hin und her springen, wie sie es gerade brauchen. Ja? Ich dachte, als einzelner Mensch kann man keine juristische Person sein, nur GmbHs und solche Sachen. Ja, so war das ursprünglich auch gedacht. Nur, wie gesagt, im BGB ist das ganz klar irgendwo geregelt, wie das genau ist. Und den Herrschaften ist jedes Mittel recht mittlerweile, um die Leute zu unterjochen und auszunutzen und zu verarschen. Und ich meine, ich hab da schon mal gesagt, es ist halt so. Ja? Die füllen die Banken gerne als Konto oder die Konten. Ne?
solange sie damit ihr eigenes erfüllt. Ja? Und das ist halt. Ich sag mal, wie das keine negativen Konsequenzen hat, das nur als gegen juristische Sache behandelt worden. Naja, es hat viele negative Konsequenzen. Ja, weil für dich dann viele Sachen eigentlich nicht mehr greifen, die außerhalb des Handelsgesetzes sind, also aus dem Handelsrecht raus sind. Ja. Und wie gesagt, das Problem ist halt, die pendeln, je nachdem wie sie es brauchen, pendeln sie hin und her. Ja. Wollen sie da eine reinwürgen? Behandeln sie dich als natürliche Person. Da kann ich ja sagen, dass und das andersrum. Groß geschrieben. Ja, schön, Mandy. Mandy, das interessiert die wenig, weil die gehen doch gar nicht drauf ein. Ja? Da gehen sie drüber weg, ignorieren das. Ja? Es ist ja genauso, es gibt ja Leute, die schon Richtern vor der Verhandlung gesagt haben oder gefragt haben, sie können doch ihre staatliche Legitimation vorweisen, ihre Ernennungsurkunde, ja, hat bis jetzt kein Richter gemacht, weil es ja gar nicht kann. Im Gegenteil, solche Leute schickt man halt dann zum psychologischen Gutachten, weil sie dann als unzurechnungsfähig, bescheuert oder sonst was dargestellt werden. Ja. Und knallt einer vielleicht auch noch einen Vormund hin, du weißt das ja nicht. Ja, aber da laufen viele Dinge, ja, die so nicht in Ordnung sind. Und von dem her, also, ich kann nur sagen, weg mit diesem Parteiensystem, zurück zu Abgeordneten. Ja. Schau mal her, wenn wir jetzt zum Beispiel, sage ich mal, Bundesland wie Sachsen, ja, jeder Ort oder für jeweils 200.000 Menschen oder 250.000 Menschen wird ein Abgeordneter aus dem ihrem Umfeld im Landtag gewählt, ja, oder geschickt. So, und aus dann, sagen wir mal, für je 1 Million wird ein Abgeordneter, oder für 500.000 Leute wird ein Abgeordneter nach Berlin geschickt, im Bundestag. Aber der einzelne Abgeordnete, der muss seine Wähler Rede und Antwort stehen. Der muss nach seinem Gewissen gehen und er kann nach seinem Gewissen gehen, weil er muss keiner Partei irgendwie Rechenschaft ablegen. So, und wenn ich dann noch an die Korruptionsgesetz mache, beziehungsweise wenn sie das von der UNO unterzeichnen würden und es dann auch noch umsetzen würden, dann wäre mit dieser nach 650 Lobbyarbeit Metern mit dieser, links abbiegen. Bestechlichkeit, ja, Riegel vorgeschoben, weil dann müssten sie wirklich mit ernsten Konsequenzen rechnen. Ja. So, und dann, wer Abgeordneter werden will, ja, der soll es werden. Der soll auch ein vernünftiges Gehalt für die Zeit kriegen. Aber der auch wer Minister oder Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden will, Bundespräsident, der vom Volk gewählt ist, habe ich nichts dagegen, dass der anständiges Gehalt kriegt. Nur wo ich was dagegen habe, dass diese Leute dann auf Lebenszeit fahren sie 4,6 Kilometer dann rechts abbiegen. Irgendwelche Rentenzahlungen kriegen, irgendwelche super Sondervergünstigungen, mit Chauffeur extra, mit Sekretärin oder zwei. Ja? Das muss nicht sein. Weil einer, der 40 Jahre lang in dieselbe Firma zum Arbeiten gegangen ist, seinen Job gemacht hat,
Der hat sich den Job vielleicht selber ausgesucht. Der war glücklich in dem Job. Der hat das erreicht, was er erreichen wollte vielleicht. Der kriegt aber auch keine Netzzeigehalt oder weiß Gott was, ein Pseudogehalt ein Leben lang dafür. Ja? Weil er muss eine Rentenversicherung einzahlen, muss dann sich mit den Bröckerl zufrieden geben, die ihm hingeschmissen werden. Und genauso ist es mit den Vögeln. Die haben sich den Job rausgesucht. Und da fragst du dich dann echt hinterher, wenn du dann sowas mitkriegst. Ja? Mein gut, dass es bei Ministern ist, das wusste ich schon lang, bei Bundeskanzlern, Bundespräsidenten. Ja. Aber ich meine, jetzt durch den Wolf ist es halt wieder etwas aktueller geworden, das Thema. Nur, du stellst dir echt die Frage, mit welchem Recht? Die haben sich den Job oder den Mist selber rausgesucht, mehr oder weniger, und angenommen. Es hat keiner gezwungen, Bundespräsident zu werden. Ja, dazu muss man nicht mal hinfliegen. Ja, es hat keiner die Merkel oder gezwungen, Bundeskanzlerin zu werden. Sie war machtgeil, deswegen ist es geworden. Macht und Geld geil ist sie, deswegen macht sie den Job. Ja? Und nichts anderes. Welcher Minister ist denn auf den Posten gezwungen worden, dass man immer eine Riesenabfindung oder dann eine lebenslange Rente zahlen muss? Geht's hier noch? Ja? Wo sind wir denn? Bananenrepublik. Der Witz ist der, die tun immer alles auf die breite Masse der Leute abwälzen. Ja? Aber da, wo sie wirklich immer ansetzen könnten, da setzen sie gar nicht an. Ich meine, ich habe heute bei YouTube einen Beitrag angeschaut von einem Evers. Der hat sich irgendwie mit dieser ganzen Energiegeschichte, mit den Energienetzen da, um den ganzen Mist der erneuerbaren Energien und so beschäftigt. Ja. Und der meint, da wird viel zu viel verschwendet, dass wir alles mitzahlen. Auch jetzt diese erneuerbaren Energien, ja, die ja eigentlich schon in dem Netzengeld, was wir mit dem Strom bezahlen, alles mit drin ist, diese Fortentwicklung. Ja, dürfen wir jetzt nochmal extra zahlen. Ja, geht's noch? Ja? Wieso setzt man nicht einmal da an? Das wäre als Regierung die Aufgabe, da mal hinzuschauen und da mal anzusetzen. Weil dann würden sie auch mal zum Wohle des Volkes handeln. Und nicht immer nur, ach, da können wir denen noch ein bisschen aufbürden, da können wir noch ein bisschen aufbürden. Ja? Da können wir auch noch was wegnehmen, da können wir noch was umverteilen nach oben. Was anderes machen die nicht. Die schauen nur, wo können sie nach oben umverteilen. Vor so jemand soll ich Respekt haben, aber beim besten Willen nach nicht. Nach 250 ja? Metern rechts abbiegen. Weißt du, in anderen Ländern sind die Leute wenigstens gefragt worden, auch wenn sie es fünfmal gefragt haben, bis sie dann zugestimmt haben für die blöde rechts EU. Abbiegen. Ja? Oder diesen blöden Euro. Aber die sind wenigstens gefragt worden. Aber der Deutsche ist ja so auf der Brennsuppe dahergeschwommen, dass man den erst gar nicht fragt. Fahren Sie 2,8 Kilometer, dann rechts abbiegen. Der ist es ja gewohnt, dass er diktiert wird von oben. Ja? Und für mich sind die um keinen Deut besser in vielen Dingen als Audi. Der einzige Unterschied, ja, dass sie keine Juden umbringen. Ja, auf der anderen Seite aber, was die Israelis mit den Palästinensern machen, kann ich auch nicht gutheißen.
Also die, von dem her brauchen die sich bei mir auch nicht beschweren. Ja? Und dass die Palästinenser irgendwo mit Gewalt zurückschlagen, wenn sie Gewalt zu spüren kriegen nur, ja, und das auch noch weltweit sanktioniert wird, dass man auf denen rumtrampelt, kann ich verstehen. Kann ich die Palästinenser voll verstehen. Würde ich auch nicht machen. Ja? Der Mensch ist nichts anderes. Treib einmal einen Tiger oder einen Löwen oder irgendein Tier, selbst das zahmste Tier. Das handzahmste Tier, wenn du in eine Ecke treibst, dass es Angst hat, dass du es niedermachst, ja, wird letztendlich zum Angriff übergehen. Und Menschengruppen, die so diskriminiert werden und niedergemetzelt werden, ja, ist es kein Wunder, wenn die irgendwann zurückschlagen mit den Mitteln, die sie haben. Und wenn ich kein anderes Mittel habe, als denen unter den Bus eine Bombe zu stecken, ja, dann mache ich das in so einem Fall. Kann ich verstehen. Ja. Sicher ist es nicht die feine englische Art. Auf der anderen Seite ist es die feine englische Art, wenn ich die Leute drangsaliere. Und ich meine, wenn die Palästinenser wirklich was mit Reden erreichen würden bei den Israelis, würden sie es doch machen. Na, dann hätten sie ja wahrscheinlich schon längst irgendwas geredet, oder? Das sind noch keine brutalen Killer, ne? Ja, und es liegt nicht nur an die Palästinenser, wie es immer so schön dargestellt wird. Es liegt auf beide Seiten, ne? Weil wenn sich zwei die Köpfe einschlagen, sind immer beide beteiligt, nicht nur einer. Die Frage ist dann, wer angefangen hat, beziehungsweise ob man es rauslösen kann, diese Schuldzuweisung, und auf eine neutrale Basis bringen kann. Aber da müssen auch beide mitspielen. Ne? Aber ich kann nicht immer nur auf den einen rumhacken. Neuberechnung in Gang. Obwohl fahren die anderen Sie alles dafür tun. 150 Meter, dann jeden Stress und jeden Ärger zu provozieren und zu erzeugen. Ne? Du brauchst ja bloß einmal die Siedlungspolitik der Israelis anschauen. Ja? Nach 250 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Das ist doch genauso, schau her. Die Merkel hat posaunt, wie das in Ägypten war. Ja. Das muss friedlich gelöst werden. Fahren Sie 100 Meter, dann in Kreisverkehr einfahren. Die Lieferung der Panzer, die da kurz drauf erfolgt ist, oder? Neuberechnung in Gang. Die Verhandlungen. Fahren Sie 450 Meter, dann in Kreisverkehr einfahren. Deutschland ist doch mit der größten Waffenexporteur. Also werden die ja wohl. Nach 250 Metern in Kreisverkehr. Ja, die haben. Das mit den Waffen für Ägypten oder die Panzer, das war bestimmt schon länger im Gespräch. Das war nicht erste Sache nach der Mubarak-Geschichte. Weil sowas ist meistens von langer Hand vorbereitet. Den haben die nicht gefasst, ne? Aber man stellt sich ganz offiziell hin und sagt, das muss friedlich geregelt werden. Nur auf der anderen Seite, schau mal, wenn hier eine Großdemonstration ist, was ist denn dann? Dann schickt man mal schnell im privaten Wachdienst raus, ja, und sagt, knüppel die Leute nieder. Aber es muss in Ägypten, muss es friedlich gelöst werden. Ja, wie hirnrissig sind wir denn? Also irgendwo tickt es doch bei denen richtig. Das muss friedlich gelöst werden. Aber knüppel sie nieder. Super. Ich möchte echt wissen, was bei denen im Schädel vorgeht. Ja, denen ist gut, ja, bestimmt. Ja. Ja, da kann, meines Erachtens nur gequirlte Scheiße. Ja, sprich, wie kann ich mich bereichern und wie kann ich möglichst viel Macht ausüben, um die Leute zu schikanieren, um auf andere rumzutrampeln. Was anderes ist das nicht. Und die Frau macht da keine Ausnahme. Naja,
Im Gegenteil, die ist vielleicht sogar noch schlimmer als manche andere. Mhm. Ja? Also denkt also als Frau ja. Ja, aber als Weib muss er sich ja mehr beweisen als ein Kerl. Mhm. Ja, also muss er auch mehr auf die anderen rumtrommeln. Bloß die Deutschen sind ja so blöd und wählen sie immer wieder.